Hallo, da ist er, der Bauer aus dem Mark. Heute bin ich im schönen Havelland. Ist heute nicht so angenehm mit Wetter, so ein Pieselregen mit Wind von der Seite. Das macht keinen Spaß. Also, mal heute aus dem Auto. Ich habe hier so einen freien Blick ohne Windmühlen. Ist das nicht schön, wenn man sowas noch genießen kann? So, jedenfalls habe ich mich ein bisschen ereifert über dieses Urteil vom Verwaltungsgericht, dass die Hunde über Nacht eingesperrt, Herdenschutzhunde, weil die bellen, müssen die über Nacht eingesperrt werden von 22 bis 6 Uhr und Sonn- und Feiertagen sollen die denn nochmal in den Ruhezeiten von 13 bis 15 Uhr eingesperrt werden. Die heißen Herdenschutzhunde. Ich habe da so ein schönes Beispiel. Ich bin im Juni da auf dem Deich lang gefahren, also auf meiner Seite vom Deich, wo mein Acker ist oder meine Wiese ist. Und da gegenüber auf der Plattenstraße auf dem Deich fuhren denn Leute mit dem Fahrrad. Die parkten so ein Stückchen 500 Meter weiter mit ihrem Wohnmobil, packten die Fahrräder aus. Ich habe mit der schon kommen sehen, was da passiert. Und fuhren dann mit dem Fahrrad Richtung Schafherde. Und in der Schafherde war zwei so eine Riesentiere. Ich kann mir die Rasse, weiß ich nicht, ist mir auch beinahe Wurst. Jedenfalls sahen die mega gefährlich aus und die hatten auch richtig die Zähne gezeigt, weil die Leute bei 30 Metern nicht angehalten haben. Und dann kamen die immer dichter und die Hunde wurden immer wilder. Und dann habe ich rübergerufen, sie sollen doch da weggehen. Wir machen hier Urlaub und wir wollen hier durch. Arroganz, Ignoranz und so weiter. Ich sage, naja, wenn Sie meinen, wenn Sie ein Telefon haben, rufen Sie dann an bei der schnellen medizinischen Hilfe, wenn die denn Bisswunden haben. Überhaupt kein Problem. Die kommen auch dann raus hier auf den Deich. So, und bin dann weitergefahren und die haben dann da wirklich 5 Minuten. Ich habe mich dann noch an dem höheren Auto hingestellt und habe dann gelauert, auf was die da machen. Und die sind immer dichter rangegangen und die beiden Hunde, die hast du vom Weiten schon gehört, die haben gebellt wie die Verrückten. Die sind da richtig rumgetanzt. Und dann haben die umgedreht. Dann kamen die natürlich zurück. Und dann bin ich weitergefahren, weil ich will mich mit solchen Leuten nicht anlegen, weil das sind einfach nur dumme Menschen. Kann sein, dass die Richter, die so ein Urteil fällen, ja auch gerade dumm sind. Oder wo kriegen die ihr Essen her? Vielleicht auch kein Fleisch. Na denn, wenn sie Salatfetischisten sind, na dann ist ja okay, dann brauchen wir keine Tierhaltung mehr. Aber der Deichschutz ist wichtig mit Schafen. Und wenn wir so viele Wölfe haben und wir ja nicht mal wissen, wie viel genau, weil ja der Staat absolut inkompetent ist in der Frage und völlig ausgeartet, ja, dann ist das eben so. Dann machen wir das eben Schluss. Dann haben ja, nur noch überall Blümchenwiese, aber ich nicht. Ich mache meinen Acker weiter und bei mir kriegen nur meine Familie, Angehörige ringsrum und alte, schwache Leute kriegen dann auch noch ein bisschen was für einen fünftigen Preis. Ende. Alle anderen können mich mal kreuzweise irgendwo. Ne? Und vor allen Dingen, wenn es denn wirklich nichts wird, ich hoffe doch mal, dass wir auch noch so einen Winter kriegen wie 78, 79 oder so wie 86, 87 oder wie 93, 94, wo das so bitter kalt war, über 8 Wochen mit 20 Grad minus, so richtig knack. Und dann so eine Hochdrucklage, wo kein Wind weht und ein bisschen Schnee auf diesen Solarzellen liegt. Ja, dann wird es nicht nur dunkel und kalt, nee, dann wird es auch hungrig. Wenn der Strom weg ist, kommt ihr auch bei Aldi nicht zum Einkaufen. Ganz einfach. Weil da ist dann die Tür zu und die Kühltruhen sind aus. Dann ist nämlich Schluss mit lustig. Und denn, wenn diese Trampeltiere denn durch die Saat latschen und nach Nahrung betteln, könnten sie vielleicht ein paar Kartoffelschalen abholen. Aber nur gegen Bargeld. Was anderes ist nicht. Man kann ja auch über Schmuck reden. Aber sowas muss man sich mal vorstellen. Wir machen hier Landwirtschaft auf den besten Standorten, Gunststandorten. Und irgendwo schaffen wir alles ab. Durch Reglementierung, durch Gerichtsurteile und alles sowas. Hat schon mal überlegt, wie das aussieht? Nee, nichts. Ja, wenn man den Richter schlägt, was man dafür Bußgeld zahlen muss oder ob man in den Knast kommt für so ein Urteil, eigentlich mal eine Probe wert, oder? Aber ich hoffe doch, dass wir einen harten Winter kriegen, dass alle Klatscher, die da immer japsen und sie wollen vegan essen, denn auch was kriegen. Weil wenn alles am Boden liegt, auch der Straßenverkehr, weil nichts mehr läuft, alle Diesel eingefroren sind und so weiter, dann wird's eng. Dann wird's hungrig, dunkel, kalt. Und ich hoffe, dass wir das so schaffen. Und für die, die den Intelligenztest machen müssen am 8. in Hessen oder Bayern, da hoffe ich doch, dass ein bisschen Funken Gewissen da ist und ein bisschen Überlegung da ist, und der Rest auch aufsteht, die 30% Schläfer, die dann lieber auf dem Sofa sitzen oder 40% und nicht wählen, spielen,
dieser Scheißpolitik, die wir zum Zeit haben, in die Hände. Also, bitte zum Wählen gehen und die anderen überlegen sich mal, was sie noch so für Urteile anstrengen. Da müssten wir eigentlich alle Köter, die im Dorf rumrennen, nach 22 Uhr einsperren, denn ist ja auch das Dorf ruhig. Ja, so oder anders. Wie wollt ihr das haben? Wir machen alles mit. Ist eure Wahl. Ihr dürft wählen, Hunger oder ein vernünftiges Leben. Mit Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft. Bis denn. Der Bauer aus der Mark.